Ja, als junger Schweißer, da siehst du die Sache ganz anders, wenn die Prüfer kommen. Da bist du dann schon mal ein bisschen aufgeregt. Das ging nicht nur mir so, das ging anderen Kollegen auch so. Du bist Schweißer, du willst schweißen und das ist alles in Ordnung, deine Welt. Und wenn die Prüfer kommen und baff, auf einmal ist da eine Reparatur drin und das vielleicht noch eine Reparatur, bist eigentlich völlig durch den Wind, weiß gar nicht wieso, kannst du das nicht erklären. Da wird jenes geprüft, da wird der Wigbanner geprüft, da werden die Schläuche geprüft, Nadel, alles in Ordnung, Einstellung oder auch nicht, Keramikdüsen, Gas sind so gut, hatten wir damals nicht, aber heutzutage. Also letztendlich hast du da ganz schön Kopfsalat, weil du eigentlich nicht so richtig sicher bist an diesem Punkt. Im Laufe der Zeit sammelst du deine Erfahrungen als Schweißer, wirst ruhiger, wirst sauberer in der Umsetzung, der Leichtsinn schwindet allmählich und die Prüfergebnisse sind natürlich auch besser. Ja, was hat denn Prüfen für einen Sinn? Der Sinn des Prüfen besteht ja nicht nur darin, den Schweißer zu traktieren und zu sagen, ja, du bist gut, du bist schlecht oder sonst wie was, sondern es ist ja eine Werkstoffprüfung. Und das Ziel ist ja, Unregelmäßigkeiten, Fehler zu finden und dementsprechend diese Unregelmäßigkeiten und Fehler zu korrigieren. Das ist der tiefere Sinn. Und sämtliche Prüfer, die Werkstoffprüfungen machen, egal in welcher Form, haben ihre Ausbildung, Qualifikationen und Zertifikate. Das war noch nie anders, solange ich zurückdenken kann. Und die wissen natürlich ziemlich genau, A, was sie machen und B, wie das Ganze bewertet wird. Gibt es Zweifel? Ja, jetzt weißt du das auch. Du kannst den Prüfer fragen. Du kannst dir das mal zeigen lassen. Was ist denn hier los? Warum hast du hier ein Pörchen, da eine Kante oder sonst wie was? Aber den Grund findest du ja letztendlich selber raus, wenn denn wirklich gravierende Fehler auftreten. Zum Beispiel Kantenversatz und Kante nicht erfasst. Da ist der Ursprung, ist doch da ganz klar, ne? Einmal, was die Vorrichterei angeht, gemeinschaftlich mit dir. Du entscheidest mit dem Vorrichter. Du entscheidest, weil du die Naht schweißen musst. Und auch natürlich die Erfahrung, wie kann man mit Kantenversatz schweißen. Gibt es natürlich. Das kann man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Und wie ich es vorhin schon erwähnt habe, im Laufe der Jahre, im Laufe der Zeit, wirst du natürlich auch sicherer durch deine eigene Handfertigkeit. Das ist das A und O. Dir durch den Kopf gehen lassen, wie gehe ich vor, wie mache ich was, wie bringe ich die Wurzel ein, die Zwischenlagen, die Decklage, welche Materialstärken habe ich, welche Amperezahlen. Eine gute Hilfestellung dabei ist immer ein kleines Notizbuch. Schaff dir ein Notizbuch an. Da kannst du dir alles aufschreiben, ne? Und hoffentlich verlegst es nicht, dass du das eben auch mal Jahre später wieder weißt. Denn so ein plötzlicher Wechsel von Schwarzmaterialschweißen zum Edelstahl, stehst du erstmal da, ne? Im ersten Augenblick. Musst du überlegen und dich wieder einfuchsen. Umgedreht ist es auch so. So, das waren mal so ein paar kleine Einblicke zu dem Thema, ganz persönliche Lebenserfahrungen, die sicherlich auf den einen oder anderen genauso zutreffen. Herzlichen Dank an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für eure Interessen hier auf dem Kanal. Gefallen euch die Videos? Daumen hoch, teilt sie und ihr findet natürlich immer eine Information unter dem Video und ihr könnt eure Erfahrungen immer im Chat hinterlassen. Viel Spaß weiterhin und Schweißkurse 1 zu 1 umsetzbar in der Rohrschweißerei findet ihr ja auch auf dem Rohrschweißer-Kanal.